Hallo und herzlich willkommen zurück bei Final Fantasy VI. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ein bisschen in Jedur umgesehen. Wollte jetzt ursprünglich mal sehen, ob... Na gut, ich hab's doch gelassen mit dem Offscreen trainieren und Gil sammeln und bla 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 bla. Obwohl es eigentlich vielleicht doch nicht so verkehrt gewesen wäre. Gucken wir nochmal in den Waffenshop. Ja stimmt, ich wollte noch einen Klingenmund wollte ich mir holen. Ja gut, er hat das Schwert nicht ausgerüstet, aber er hat's. Und ein paar von den Schriftrollen habe ich schon, okay. Aber 2500 Gil, ich würde sagen, das Geld trainieren wir uns noch an. Und dann geht's auf in zur Stadt Zoso. So. Okay. Das war jetzt nur ein Test, ob ich die Blitztag noch im Kopf habe. Ist schon wieder ein, zwei, drei Tage her seit der letzten Aufnahme. Seven ist ein Level gestiegen, das ist schon mal gut. So. Ich werde vielleicht noch ein bisschen mehr Geld sammeln, als ich eigentlich brauche für das Schwert, aber... Also die Katzenpfote ist gut. Es dürften jetzt etwas unter 2000 Gil sein, die ich habe. Oh. So. Okay, hat sich schon erledigt. Phönix-Tanz reicht aus. So, zwei, drei Kämpfe vielleicht noch. Obwohl es schon reicht von Gil her. Aber ich will nicht so ganz ohne dastehen. Okay, ich glaube, das war jetzt nicht die beste Methode, aber naja. Stein. Verwirrt, okay. Ist besser als zu Stein geworden. Gao und Edgar steigen Level auf, sehr schön. Alrighty. Oh, die schon wieder. So. Und weg, alles klar. Okay, gut, jetzt können wir uns ja die Waffe holen. Den Klingenmond. So. Jetzt verziehen wir uns Richtung Zoso. Wir könnten aber vielleicht sogar einen Chocobo mieten, hm? Ach nö. Wir gehen zu Fuß. Da gibt's noch ein paar EP und Gil mehr. Bestimmt nicht verkehrt. So. So weit ist es ja schließlich nicht. Wir hätten einen kleinen Bogen gehen müssen hier um diesen Bergmassiv, aber was soll's. So. Frag mich, wenn Sien dabei gewesen wäre, jetzt hätte der vielleicht auch schon eine neue Technik erlernt. So. Das hier dürfte die Stadt sein, ja. So, so.
Und wie wir ja schon erzählt bekommen haben, hier soll man keinem glauben können. Mein Sekundenzeiger zeigt auf 30. So sein. Ja, und wir werden sogar mitten in Gebäuden angegriffen von diesen Dieben und Gangstern und was noch immer. Okay. Die Musik hier ist auch schön. Nichts drin hier. Sekundenzeiger zeigt auf 30, hat er gesagt. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass wir keine 30 bei Sekunden irgendwie mal eingeben müssen. Keinem Vertrauen mehr. Goldschraubenschlüssel. Ha, ging zum Glück. Daneben, ging daneben. Okay. Hä? Meine Verpflichtung endet hier. Für meinen Sold habe ich mehr als genug getan. Und dann. Och, echt jetzt, Shadow? Du haust einfach so ab? Toll. Na gut. Oh, eine Kiste? Äther. Naja. Hier in Zoso sollen wir einen Hinweis. Ist so verrostet, dass sie sich keinen Millimeter weit bewegt. Na toll. Ja, hier in Zoso sollen wir einen Hinweis auf Terra bekommen. Wäre jedenfalls nett. Wir werden uns mal außerhalb des Kampfes dann mal wieder heilen müssen. Potions gekauft. Einen für Seven. Obwohl, wir können gleich jedem noch einen geben. So. Haben hier Schilder mit Items und irgendwelchen Rüstungen, aber bis jetzt noch nichts dergleichen entdeckt. Okay. Schwer. Oh, Moment. Nichts. Und hier ist noch ein Ausgang, oder? Ja. Aber eine Sackgasse, wie es aussieht. Ich habe mir das immer noch gemerkt. Sekundenzeiger, Stunde auf 30. Was die Zahl 30 schon mal ausschließt. Hättest du ruhig Bio auf alle machen können. Go. So kriegen wir noch ein paar Gil zusammen. Ist der eigentlich noch irgendeine Info, oder? Ne, zeigt auf 30. Gut. Och, meine Güte. Echt jetzt? Keiner hat's erwischt. Hat der jetzt einen von unseren High Potions geklaut oder einen eigenen angewandt? Ich hoffe mal, dass der einen eigenen hatte. Hier sieht's aus wie ein Relic Shop. Mädchen? Ne, ich hab keins gesehen, ehrlich. Ehrlich. Insbesondere im obersten Stockwerk dieses Gebäudes ist ganz bestimmt überhaupt nichts. Kannst du mir vertrauen? Im obersten Stockwerk ist sie also. Okay. Gangsterstadt hier.
Nichts weiter. Hier geht's schon wieder raus. Okay. Müssen wir mal an dem Pub hier vorbei. Ach, so langsam. Was ist das denn? Machen wir mal den Suplex. Theorie, ja? Hat geklappt. Jawohl. Au. Magnitude 8. Autsch. So ein schlechter Verlierer. Der war schon tot und muss einfach noch mal einen schönen Angriff machen. Arschloch. Nirgends weiter nach links, also müssen wir wohl doch nach unten. Oh mein Gott. Ist ja klasse. Katzenfote, ne? Okay. Level gestiegen. Okay, ist noch mehr. Also muss es hier raufgehen. Okay. Hey. Boah, ich hab so einen Hals. Wie lange müssen wir denn noch so rumeiern hier? Die Leute hier sind alle total ehrlich und glaubwürdig. Echt? Ja, ist klar. Ist gerade 2 Uhr, also es ist schon mal nicht 2 Uhr. Ist gerade 12 Uhr geworden, 12 Uhr also auch nicht. Oh, schon 10 Uhr, muss schleunigst nach Hause. Ihr musst du glauben, die anderen lügen doch wie gedruckt und meine Uhr zeigt 8 Uhr. Uhrzeit? Na 4? Boah. Das waren jetzt sehr viele Uhrzeiten, die schon mal nicht sind. Scheiß Blitzdeck, die ich da angewandt habe, aber gut. Oh, oh, oh. Da steigt ein Level Edgar auf. Wir gehen langsam die Heiltränke aus. Ich habe jetzt aber auch nicht sämtliche Zahlen hier im Kopf gehabt, die jetzt gesagt haben. Ach, es wird schon. So, Phönix-Tanz hinterher. Das dürfte reichen für die drei. Hey, nicht vordrängen, immer schon hinten anstellen. Die werden doch wohl nicht alle zu Terra unterwegs sein. Das sieht mir dann gefährlich nach einer Orgie aus. Will ich nicht hoffen für die. Okay, schon mal sehr gut. So, hier geht's auch rein. Ah, ich glaube, von hier kann man auf das Gebäude links springen, aber ich will erstmal hier rauf. Oh, verflucht nochmal. Sense. Okay, hat sich erledigt. Barrierenring erhalten. Diebeshandschuh. Diebeshandschuh, ist das jetzt für...
gleich mal in den Items richtig nachsehen, was das jetzt ist. Accessoire, okay. In denen die Seele eines Diebes gefahren ist. Stehlen wird zu rauben. Ah, das ist speziell für Locke. Okay. Aha. Schon mal gut zu wissen. Rauben ist dann halt gleich mit physischem Angriff. So, hier rüber bitte. Und da auch rüber. So. Na kommt schon. Müsst ihr das immer überleben, verflucht? So, hier rein. Hier geht's auch rauf. Hallo. Oh. Nervensägen. Scheiße, Go ist gleich tot. Ein paar High Potions in den Rachen schmeißen. Mal einen und ein paar normale dazu. Mein Sekundenzeiger zeigt auf die 40. Was haben die hier mit der Zeit, verdammt nochmal? Ah, nichts? Ah, hier, Äther. Und ein High Potion, okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich habe hier was übersehen. Was mit den ganzen Zeitangaben hier zu tun hat. Werden die nicht im Spaß immer so aufzählen? Hallo? Die jetzige Sekundenzahl lässt sich durch 20 teilen. Wo geht's hier nur hin, ey? Mann. So. Ich meine, die Gegner sind nicht sehr schwer, aber nervig trotzdem. Noch ein Barrierenring, okay. Hinterher. Fertig ist die Laube. Hm. Wer war das? Flammenkralle. Der Feuer wirken kann. Und sehr viel stärker ist als Kaiserkralle. Aha. Okay, da oben geht's noch zu einer Tür rein. Und dann werden wir den Typ da wohl ansprechen müssen.
Okay. Toll. Der lässt uns nicht nach oben. Okay, Leute. Bevor wir den ansprechen, mache ich hier aber einen Cut. Und ja, ich werde mal versuchen herauszufinden, was es mit diesen Zahlen jetzt auf sich hat. Vielleicht muss ich sogar mal einen kleinen Spicker machen. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, noch mich zu erinnern, dass das noch vor diesem Erreichen der Frau an der Spitze des Turms ist. Also, bis zur nächsten Folge dann. Tata!